Nein, ich bin am Donnerstag aufgekommen, sind dann nach Norwegen gefahren. In Funestalen haben wir dann noch ein bisschen trainiert und haben gestern hergewechselt, also mit dem Auto bequem. War ganz kamot, ja. Ja, ich muss sagen, die Stimmung ist noch relativ gelassen und locker. Also es ist erst später Start, am Nachmittag, da hat man morgen den ganzen Tag noch Zeit, um nervös zu werden und eine Spannung herzukriegen. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir noch relativ entspannt sind. Ja, das war der Slalom natürlich, weil das taugt mir einfach am meisten. Und ja, wenn da was ausschaut, ist natürlich immer wieder geil. Nein, also ich bin eher so eine, die das Wetter schon einmal gar nicht schaut und mich auch nicht beeindrucken lässt, wenn jetzt wer sagt, man, morgen wird es regnen und so ein Blödsinn. Also ich stehe genau am Samstag auf, mache meine Jalousien auf und schaue, wie das Wetter ist. Und ja, Skifahren ist ein Freiluftsport, also ich nehme das, was auf mich zukommt und darauf stelle ich mich ein. Nur, dass da gut feiern ist. Und natürlich gut essen. Das heißt, wir werden dich das ein oder andere Mal sehen.